Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Alter, ich hab mich gerade so erschreckt. Gönnt euch. Na, wenn man es neu lädt, erstmal alle zücken ihre Waffen. Okay, okay. Message angekommen, ne? Ja, mit denen ist nicht gut Kirschen essen, ne? Ja, ja. Oh, Leute, ich spür's, ne? Ich bin zunehmend fit. Wisst ihr, wie ich meine? Es gilt noch. Positionierungen und so, die begünstigen, ja, dass der Nerv wieder einklemmt oder so, ne? Auszumerzen. Ein bisschen moven. Ich werde jetzt, na, als hätte ich übelst einen Tee, immer so ein bisschen rumwackeln und so. Wisst ihr, wie ich meine? Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Danke, Mann. Ja, da hat er recht, gell? Konnte er nicht wissen. Alter, guck mal, da oben ist wieder der Herr des Lichts, wie er da steht. Meine Meinung will ja keiner hören. Crazy. Aber niemand macht dem Junge, ne, mit der Armbrust seinen Auftritt strittig. Das war eine wilde Meile. Na, Gomez? Wo du? Hier so ein kleiner Gomez? Kein Gomez? Moin zusammen. Der Parsival, mit dem sollen wir doch auch reden. Hi. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Das stimmt. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Mhm. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Verstehe. Wie viele Drachen sind es? 4. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Oh. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Und das, obwohl er so eine Baba-Rüstung hat, ne? Wir werden also ausharren, solange wir können. Eben. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Alles klar, Paladin Silvestro. Oreg, moin. Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Mhm. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Der hat Bock, ne? Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. In dein Knie. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. I once was an adventurer like you, but then I got hit by an arrow in the knee. Wie ist die Lage? Dein Erscheinen hier ist für uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir brauchen dich. Sprich mit Garond. Er wird dir alles erklären. Wisst ihr, was ich im zweiten Teil von Gothic super irre finde? Im ersten Kapitel sind wir genauso ein harter Nobody wie im zweiten. Wie im ersten Teil von Gothic. Meine Meinung kennst du ja schon. Eben, ne? Aber im Zweier sind wir im zweiten Kapitel bereits so unendlich wichtig für die Spielwelt, habe ich das Gefühl. Ne? Also Leute bauen jetzt schon so brachiale Stücke auf uns. Bin ich so der größte Verantwortungs-Gameplayer? Also auch im Leben nicht. Verantwortung immer. Ne, aber okay. Man muss sich ja auch hier und da aus einer Komfortzone rauswagen und mal ein bisschen Verantwortung übernehmen, ne? Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? So steht es in den Heiligenschriften. Warum hast du diesen Weg auf dich genommen, Magier? Geht's deiner Brust gut? Du atmest schwer. Ja, wenn man da in so einer Rüstung hockt, Alter, ne? Vielleicht brauche ich eine Rüstung zum Zocken. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich komme von Lord Hagen. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. Quatsch. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben.
Das hätte er noch besser. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Gar nichts. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Und glaub ja nicht, dass das. Ja. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Auch immer gesagt. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, warum durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Das interessiert mich nicht. Ja, und wir haben nicht mal den Geschwindigkeitstrank dafür gebraucht, ne? Ich brauche Ausrüstung. Sprich mit dem Magier Milton hier in der Burg. Er kennt sich mit den Sachen aus, die du benötigen wirst. Okay. Ich könnte mir so etwas nicht. Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parzival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Okay, hä? 2 Stellen markiert, aber 3 Schürfstellen waren das, oder? Das heißt, es gibt 2 Orte. Das will doch keiner wissen. Allerdings ist an einem von beiden irgendwie direkt doppelt so viel los, ne? Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Was ist ein Haufen Gold? Gorn hat doch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Ja, Safe Call kriegt er das. Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Das habe ich früher auch immer gesagt. Gerold von Riva? Wie ist die Situation? Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Ich brauche dringend Nachricht über den Stand der Erzförderung. Verstehe. Okay. Alles klar, dann reden wir nochmal mit Parzival, oder? Ob der vielleicht jetzt noch was Weiteres weiß? Wir ausharren, solange wir können. Ja, ganz klar. Hier, genau. Was kannst du mir über die Schürfe erzählen? Ich habe die 3 Gruppen zusammengestellt. Marcos, Fayette und Silvestro sind die Paladine, die jeweils eine Gruppe anführen. Die Gruppe von Marcos ist in Richtung einer alten Mine aufgebrochen. Ein alter Butler namens Grimes hat sie dorthin geführt. Lava. Die anderen beiden Gruppen sind zusammen losgezogen. Yergan, einer unserer Späher, hat berichtet, dass sie ihre Lager in der Nähe eines großen Turms aufgeschlagen haben. Verstehe. Ja, wie sieht's da aus? Kennst du einen Weg zu den Schürfstellen? Es gibt keinen sicheren Weg in diesem Tal, aber es erscheint mir sinnvoll, nicht den direkten Weg zu gehen. Halte dich von den Orks und den Wäldern fern und möge Innos dich schützen. So machen wir das, ne? Okay, dann müssen wir nochmal zu Milton und dann müssen wir noch zu, wie hieß der jetzt? Der Gerold. Gerold von Riva müssen wir auch noch besuchen in Bezug auf die Gorn-Geschichte. Na? Und dann gucken wir mal, wie was Phase ist und so. Moin, hey, kannst du mir einen Eintopf kochen? Finger weg von meinen Töpfen. Niemand geht an meine Töpfe, verstanden? Ist gut. Ich bin hier für das Essen verantwortlich und das bedeutet, dass niemand hier irgendwas zu suchen hat. Ich hoffe, das war deutlich. Wer hat ausgerechnet dich zum Koch gemacht? Das war Kommandant Garon, denn vor meiner Zeit als Gefangener war ich Koch im wütenden Eber. Und warum haben Sie dich eingebuchtet? Es gab da ein Missverständnis zwischen einem Gast, einem Hackebeil und mir. Verstehe. Gibt's was Neues? Wenn du Neuigkeiten erfahren willst, dann frag die Ritter. Ich bin nur ein gefangener Koch. Genau das habe ich auch. Schade eigentlich. Ich dachte, vielleicht könnten wir gemeinsame Sache machen und du kochst mir was Leckeres, was ich dann täglich abholen kann. Meine Community liebt das, wenn ich das mache. Das war doch klar. Sollen wir da mal noch nach oben? Da ging's doch auch noch nach oben, oder? Ja, eben, gehen wir auch mal noch nach oben, oder? Das gucken wir uns jetzt schon noch an hier, ist ja klar. Rede mit den Leuten, ne? Wird hier groß geschrieben auf meinem Kanal, ist ja Logo. So, wer wohnt denn hier? Ja, geil, die können wir ja komplett leer räumen, oder? Das ist zu weit entfernt. Hero, du stehst neben der Tür. Wie willst du sie denn sonst schließen? Okay, die darf ich nicht schließen.
Verstehe. Ah, das ist die Dame vom Ladescreen, oder? Die hätte also was an, auch ohne den Ladebalken. Gut zu wissen, ne? Ist gut zu wissen. Also, nicht, dass die jetzt viel anhat, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich würde sagen, wir knallen uns hier mal hin. Und pennen erstmal eine Runde, oder? So, schaut mal hier. Alles klar. Ja, und jetzt wäre die Frage. Ich hätte schon Bock, diese Truhen zu plündern. Allerdings muss ich euch sagen, ich bin mir, was die Hierarchien bzw. Machtgefälle hier in diesem, betrifft. Für Innos. Für Innos, Oryk. Noch nicht sicher genug, als dass ich sagen würde, ja, na. Ja. Ich soll die Schurfstellen aufsuchen. Das wird kein Kinderspiel sein, sieh dich vor. Suche vor allem die Paladine auf. Sie führen die drei Gruppen an. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Parsival. Hä? Alles klar, okay. Der erzählt mir nochmal, ja, gewissermaßen das, was wir jetzt ja schon in Erfahrung gebracht haben. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, da brauchen wir den richtigen Schlüssel, ohne den wir das sonst nie aufkriegen. Hier gäbe es einen Dietrich und einen Mana-Trank. Jetzt ist immer die Frage, dürfen wir das einfach mitnehmen? Na, wir sind ja schon wichtig für dieses Lager hier. Weshalb ich zu Ja tendieren würde. Wir nehmen jetzt mal einen Trank mit und schauen mal, ob die uns danach auf die Fresse prügeln. Na, oder ob die sagen, hey, klar nimmt der Hero den Trank, weil der macht ja auch die Drecksarbeit, ne? Das findet jetzt erstmal niemand scheiße, oder? Hey, du. Rastest du aus? Was kannst du mir über das Minental erzählen? Soviel ich weiß, gibt es mehrere Minen da draußen. Wenn die nicht schon alle von den Orks überrannt wurden. Die Trupps bestehen zum größten Teil aus Gefangenen. Aber es sind auch einige Paladine unter ihnen. Daran wird sich nichts ändern. Okay, ja, der erzählt mir so Casual-Sachen. Ja, wer das Kommando hat, haben wir bereits in Erfahrung gebracht. Wie die Lage ist, wissen wir weitestgehend auch, würde ich behaupten. Na, das ist also alles cool erstmal. Oh, goldener Kerzenständer. Türschlüssel. Oh. Da lag doch eben noch ein Schlüssel, oder? Das interessiert mich nicht. So steht es in den Heiligen Schriften. Das hätte er auch selbst. Ich hätte das nicht gemacht. Ja, ich hätte das jetzt schon gemacht. Okay, guck mal. Hier eine Notiz. Die ziehe ich mir direkt mal rein. Da wird sich nie was ändern. Lieferungen. Er stellt sich das immer so einfach. Alter Brief. Ah, kann das auch sowas hier sein? Eine Notiz. Notiz. Diese Notiz hat der Fischer. Nee, das ist nicht das Richtige. Das sind doch alles nur Gerüchte. Hä? Hä, wir haben doch gerade eine Notiz aufgesammelt. Die Schreiben habe ich bei den Banditen hinter Sekops Hof gefunden. Genau, Lucias Abschiedsbrief. Nachricht vielleicht? Nee, oder? Das ist doch nichts Neues. Nee, das kennen wir. Irgendwann muss das hier so kommen. Wichtiger Hinweis aus der Kneipe im Banditenlager. Hing an einer Hütte im Sumpf. Dieser Trank hilft bla bla bla. Konstantinus Kräuterliste. Befehle. Ich habe dieses Schreiben Banditen abgenommen. Mhm. Ein Bild von mir, genau. Das ist kein Geheimnis. Hä? Wir haben doch gerade eine Notiz aufgesammelt. Die kann doch jetzt nicht weg sein. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Okay, Moment. Die Befehle. Okay, Steckbrief. Ist mal Bescheid. Steintafel der Magie. Chillen wir. Das vergessene Tal der Erbauer. Klare Sache. Landkarte Korinus. Nefarius-Karte. Steinmarkierte, die Nefarius, die fehlenden Ornamente vermutet. Genau. Garons Minenkarte. Die brauchen wir jetzt bald mal. Kann man gerade mal einen Blick reinwerfen, oder? Verstehe. Alter, bei Xardas buddeln die da rum? Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Die wurde ja überarbeitet. Sieht schön aus, gefällt mir. Doch, doch. Okay, also überarbeitet im Vergleich zum ersten Teil, meine ich jetzt natürlich, ne? Lucias Abschiedsbrief. Alter Brief, mit zittriger Schrift geschrieben. Den haben wir doch auch schon gelesen, oder? Ich habe versagt. Meine Bemühungen, Inubis auf den Pfad der Rechtschaffenden zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot. Doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Das haben wir doch schon gelesen, oder? Inubis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine sinnt er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. Das haben wir schon gelesen.
In dieser Krypta habe ich sein Grab gefunden. Doch ob ich jemals einen Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Genau, da waren wir doch in diesem, wo diese drei Baba-Skelette drin waren. Die wir mittlerweile sicher besiegen könnten. Das war im Haus Anubis, ne? So steht genau. Es in der Heiligen Schrift. Rezept. Schatzkarte. Auf der Karte sind einige Stellen markiert, genau. Notiz, eine Nachricht. Kennst du ja schon. Ja, genau, das war die Nachricht, die kennen wir auch schon. Rezept, grüner Novize, wichtiger Hinweis. Hä? Inos Strafe ist gerecht. Hä? Möglich ist alles. Okay, Leute, ich raff's nicht. Wo ist diese Notiz hin? Dann ist da jetzt halt keine Notiz. Ich wüsste gerne, was los ist, aber ich weiß es nicht. Wir gehen mit links. Wir gehen mit rechts. Rechts. Okay. Rechts, links, rechts. Ich handle stets in Innos Namen. Rechts? Das war keine große Sache. Rechts, links, rechts, rechts. Nochmal rechts, oder? Ja, und dann links. Okay, 50 Pfeile, 50 Cash nehmen wir mit, ne? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Verstehe. So, dann gucken wir hier mal, ne? Das wird sich nie ändern. Okay, ich glaube, alle sind noch cool mit uns, oder? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, ich glaube schon, dass das eine Weile so weitergehen kann. Also hoffe ich, ne? Solange jetzt hier niemand pisst, ist es ja eigentlich erstmal alles gut. Okay, jetzt müssen wir mit Gerold sprechen. Na, Gerold. Das könntest doch du hier sein, oder? Waffenknechte, bist du Gerold? Ja, moin. Der kann einem leid tun. Guck mal. Ich habe mir das schon gedacht. Na, wir gehen alles durch, oder? Was bewachst du? Nur noch mehr. Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Ich habe mir das schon gedacht. Lass Gorm frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garond. Ich bin schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Dankeschön. Cool. Also der Gorn wird sich freuen, ne, dass wir dem seine Kaution gezahlt haben. Okay. Nee, wie sagt man da? Doch, so sagt man schon, oder? Wer ist das? Eigentlich würde ich ja gerne alle freilassen, irgendwie die Armen. Gornili? Ah, hi. Ja, Laba. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garond sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst, ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Direkt ein paar. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Okay, alles klar. Und wer bist du? Wenn ich mich damals rechtzeitig abgesetzt hätte, dann müsste ich jetzt nicht wieder für die Schweine schuften. Verstehe. Okay. Dann bleib mal schön hier drin, Freundchen. Ne? Nicht, dass ich dann Ärger krieg von wegen, den Schlüssel gegeben, damit hattest du eine Verantwortung und so, ne? So, Tür zu. Die bleiben da alle drin. So, dann gehen wir mit Gorn zu Milton, oder? Man darf halt nicht alles glauben. Und reden nochmal mit Milton und Gorn. Mit Milton müssen wir eh nochmal reden. Wenn Gorn dann dazukommt, ist doch gar nicht schlecht. Wir könnten jetzt schnell zu Milton und dann mit ihm das reden, was wir ohnehin mit ihm reden müssen. Und sobald Gorn dazukommt, die Sachen reden, die wir dann eben zu dritt reden. Na? Hi, Milton. Hey, du. Cooler Raum, Alter. Kannst du mir Ausrüstung mitgeben? Garond hat mich beauftragt, die Schürfstellen aufzusuchen. Woher soll ich die nehmen? Das Einzige, was ich dir geben kann, ist ein wertvoller Runenstein. Den nehme ich dankend an. Ich habe Gorm befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Guck mal, da ist er auch schon. Okay, guck mal. So. Pass auf. Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Okay. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Wo willst du dann hin? Ich habe gehört, dass Lee noch lebt. Ich will mich ihm wieder anschließen. Ja, wir sehen uns definitiv. Wir sehen uns wieder.
Verlass dich drauf. Okay, das hätte ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, der hasselt hier mehr mit uns. Hä? Habt ihr jetzt zu dritt nichts zu reden mit mir, oder? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Na dann, gute Reise. Okay, die hauen jetzt ab, während ich ja allein alles regel, oder? Verstehe. Ja, cool, oder? Alles klar, Leute. Dann haben wir jetzt einige Missionen, würde ich behaupten, oder? Und zwar müssen wir diese Buddelstellen aufsuchen und fragen, was da abgeht. Das wird gar nicht mal sonderlich easy. Frau Hodron gab mir eine Steintafel, mit der ich das Eingangstor zum Tempel Adanus. Das haben wir doch gemacht. Warum ist das da immer noch? Naja, erstmal egalö, würde ich sagen. Ja, geistige Irrwege können wir dann auch mal noch machen. Alles, was drunter ist, ist nicht so wichtig. Schürfer und Erz, ganz klar. Es erscheint sinnvoll, nicht den direkten Weg zu den Schürfern zu nehmen. Vor allem Wälder und Orks sollte ich meiden. Ich sag euch, wie es ist. Ich sehe die Chancen, dass wir es zu dem oberen linken Spot schaffen, viel höher als die Chancen, dass wir es zum unteren Spot schaffen. Oder? Ich könnte mich halt auch massiv täuschen, wer weiß das schon, ne? Aber... Obwohl... Ja, doch schon, oder? Also, wir gucken jetzt mal. Milton, hast du noch magischen Kram zu verkaufen eigentlich? Für Innos! Da gucke ich noch schnell nach. Vielleicht hat er ja noch so ein paar Potions dabei oder so. Das wäre jetzt natürlich noch der Hammer. Aber ich glaube, er kann mir ja nur Sachen beibringen, ne? Kraft steigern und Zauber lernen, genau. Schade, er hat aber nichts zu verkaufen. Naja, wir haben schon noch gut Mana-Tränke. So ist es nicht, ne? Wir könnten sonst auch mal selber welche herstellen. Da ist ja auch ein Alchemielabor-Tischding, ne? Aber ich sag's jetzt mal so. Jetzt gucken wir erstmal, was wird, ne? Alles klar, Leute. Wird geil. Was soll schon passieren? Was soll schon passieren hier? Die Frage ist auch ein bisschen, wie gehen wir rein? Ich würde behaupten, unser Line-Up-Stand jetzt ist natürlich maximal auf Magie gebaut. Ah, die haben da auch Vargilis. Das ist ja entspannt. Kann ich von hier aus auf die 1 smacken eigentlich? Ich könnte von hier aus ein paar wegräumen, dann direkt nochmal pennen gehen, so. Hero, da kommst du nicht drüber, oder wie? Darf ich gar nicht wieder hier runter? Okay. So einen kleinen Hüpfer angedeutet, damit ging's. Saßen hier unten nicht noch auch noch ein Schamane? Weil den fände ich halt mit am stressigsten so, ne? Wenn da jetzt der eine Ork ist, den hauen wir weg. Den Eislanzisieren wir weg, ne? Na eben, guck mal. Das ist ein Krieger, noch ein Krieger, oder? Und wo? Da war doch noch ein Schamane gesessen, oder nicht? Oh, goodness. Der kommt hier nicht hoch. Ist ja dope. Der kommt hier nicht hoch. Dann schießen wir den dumm, ne? Ah, jetzt habe ich keine Munition mehr. Das ist ja klasse. Okay, aber von hier dürfen wir, ne? Und das ist... Da können die wenig tun. Da können die wenig tun. Haben mich die Vargilis bemerkt? Zumindest irgendwie Sound von ihnen aus gehört. Wir können jetzt einfach 2 75er Mana-Pots trinken, ne? Das ist schon... Wir haben schon viel Mana, ne? So, ich würde sagen, da reicht auch ein Feuerball, oder? Ja, da reicht auch ein Feuerball. Wie sieht's denn bei Vargilis aus? Die würde ich ja nicht auch noch gerne wegmachen. Dann wisst ihr, wäre hier wenigstens der Eingang mal ein bisschen frei. Das würde mir, glaube ich, ganz gut tun für mein Wohlbefinden auch so, ne? Wir warten, bis der steht. Wollen ja nicht daneben werfen. Oh, und wir speichern definitiv ab. Das ist ja nicht von vorgestern hier, ne?
Immerhin hat ihn der zweite noch kassiert. Das ist jetzt natürlich... Ja, eben, guck mal. Ja. Stark, die sind auch Level 30. Ich bin mir immer noch sicher, dass hier auch irgendwo ein Schamane rumsaß, oder? Hier saß doch einer rum. Ah, Leute, apropos sitzen, ich weiß gar nicht, habe ich letzte Episode überhaupt schon angesprochen gehabt? Ich hatte ja gute Talks dann auch mit einem hiesigen Orthopäden. Der hat mir auch auf jeden Fall, ich würde mal behaupten, weit mehr Input gegeben als die Leute bei der Notaufnahme. Ist ja aber auch irgendwo klar, ich meine, ne, dem seine Expertise ist das, dem sein Spezialgebiet war das und so. Klar hat er dann da irgendwie ein bisschen mehr dazu zu sagen als, jemand, der eben in Notzuständen da ist und erstmal guckt, dass hier nicht super schlimme Sachen und so, wisst Bescheid, ne? Und er war tatsächlich sehr zugetan von der Idee zwecks Stehschreibtisch. Er hat gesagt, würde er sehen. Generell geht es da gar nicht so sehr darum, dass ich dann stattdessen irgendwie hier meine mehreren Stunden rumstehe, ne? Ich meine, generell sollte ich mich einfach mehr bewegen. Aber natürlich ist immer erstmal wichtig, dass unterschiedliche Bewegungsmuster reinkommen, ne? Also, das ist ganz lustig, weil ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Das war irgendwann mal im Zug von meinem, ich glaube, Weltwärtsfreiwilligendienst. Nee, stimmt gar nicht. Von meinem Bundesfreiwilligendienst war das. Da hatte ich mal ein Seminar. Und da ging es so um Gesundheit und Wohlbefinden auch am Arbeitsplatz, ne? Und da war so ein bisschen das Ding, sag ich mal. Da war dann ein Physiotherapeut da und der hat gemeint, so am PC ist eigentlich generell, natürlich gibt es Sitzmöglichkeiten, also wie man sitzen kann, die besser für den Körper sind als andere, ne? Also Arten und Weisen, auf die man sitzen kann, die besser sind als andere, wir wissen Bescheid, man sollte nicht so super eingefallen sitzen oder so, wir kennen das, ne? Aber er hat auch gegen Ende so gemeint, generell würde er behaupten, ist die beste Position, wenn man viel am PC sitzen muss oder sollte, joblich getrieben oder dergleichen, ne? Dann ist generell die beste Position immer die nächste Position. Einfach gucken, dass man nicht zu lange im Stillstand verharrt, weil das ist das, was für unseren Körper wirklich stressig ist, ne? Einfach zu wenig Bewegung gewissermaßen. Und das hat auch der Orthopäde gemeint so, ne? Wenn man dann quasi weiß, ey, ich hocke heute 4 Stunden am Rechner oder ich muss 4 Stunden am Rechner sein und irgendwas machen, dann wäre es natürlich cool, wenn man irgendwie sagt, hey, ich guck mal, ne? Irgendwie erstmal, was weiß ich, sitze ich 3 Stunden und stehe 1 Stunde, irgendwann sitze ich 2 Stunden und stehe 2 Stunden oder so, ne? Dass man da halt guckt, dass einfach, ja, dass einfach verschiedene Haltungen vertreten sind, sage ich jetzt mal. Vertreten ist doch ein geiles Wort hier, oder? Wisst, wie ich meine. Verschiedene Haltungen realisiert werden, Alter. Yo, ne? So in der Art. Genau, und das finde ich eigentlich eine coole Sache, ne? Also der hat gesagt, das hält er für eine gute Idee. Das hält er für zielführend. Das finde ich natürlich klasse. Nur muss ich jetzt gucken. Und zwar bin ich weit weg von der Idee, mir einen Stehschreibtisch zu holen, also höhenverstellbaren Schreibtisch. Als Komplettpaket, ich glaube, ich würde eher zum Gerüst tendieren. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich habe einen supergeilen Schreibtisch. Also eine supergeile Schreibtischplatte, müsste man in dem Sinne sagen. Ne? Man müsste die nur noch mobilisieren können. Da habe ich mich jetzt schon mal ein bisschen schlau gemacht. Ich würde sagen, bei vernünftigen Sachen geht es da so bei 200 Cash los. Man könnte auf 300 hoch für nochmal ein bisschen mehr Gewicht oder so, dass das trägt. Ich habe eine kleine Sorge. Ich glaube, die ist ein bisschen unbegründet, bin ich ehrlich mit euch, ne? Aber irgendwie ist sie trotzdem da. Und zwar die Tatsache, dass mein Rechner muss ja auf dem Tisch stehen und der ist super groß und echt schwer. Na, also ich glaube, knappe 20 Kilo hat er schon. Und wenn er nur so auf einer Seite steht, wisst ihr, wie ich meine? Dann habe ich immer so das Gefühl, boah, klar, okay, das Modell, was ich gerade angesprochen hatte für circa 200, das sind, glaube ich, knappe 100 Kilo, die das carryen kann, ne? Aber wenn davon 20 Kilo so genau auf einer Seite sind, bin ich immer so ein bisschen am Überlegen, wisst ihr, ist das so gut? Oder verschleißt diese Seite dann schneller als die andere und ich kriege irgendwann Probleme mit den Motoren, die verbaut sind oder so? Na, vielleicht ist die... Ich glaube, das ist ein bisschen unbegründet, weil knappe 100 Kilo ist halt schon, na...
ja, was steht hier drauf? Insgesamt vielleicht 30. Wovon aber halt 20 wahrscheinlich, oder knappe 20 wahrscheinlich einfach nur der Rechner sind. Ja, genau. Also das läuft. Ich sag euch, nächstes Geld, das am Start ist für irgendwas, fließt da rein. Muss ich fairerweise zugestehen. Mit meinem neuen Job ist das natürlich erstmal schwierig. Aber über die Zeit kriege ich da schon was zusammengespart. Ich denke, so in ein, zwei Monaten habe ich das zusammen. Das dürfte kein Problem sein. Vielleicht frage ich da auch meine Eltern, ob die da Lust haben, das frühestmöglich zu realisieren und ich es danach bei denen abbezahle, weil, wie gesagt, na, da geht's um die Gesundheit. Ja, ich glaube, da finde ich schon was, ne? Da finde ich schon Support. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, sonst würde echt... In ein, zwei Monaten kriege ich das bestimmt mal hin. Das steht eh außer Frage. Aber hier ist natürlich ganz klar, ich würde behaupten, umso früher, desto besser, ne? Dann muss Daphne das für mich regeln. Nicht umsonst hier Schreinerin, ne? Das ist eigentlich echt cool. Sie hat, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen soll, aber schon mal ein bisschen mit protzen, oder? über die Schule damals tatsächlich direkt eine Schreinerausbildung gemacht. So richtig, wisst ihr, mit Gesellenstück und so. Schon ganz schön Baba. Schon ganz schön Baba, ganz ehrlich. Deswegen sage ich mal, wenn es hier um handwerkliche Belangen geht, dann regelt sie das. Ja, ist doch schön, oder? Ist doch schön. Wisst ihr, ich nehme das absolut dankend an. Ich finde es immer cool, wenn Leute eine Expertise in irgendwas haben. Da kein Problem mit, ich sag mal, fragiler Männlichkeit meinerseits oder so. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ich weiß gar nicht, ob ich euch irgendwann mal ein Bild davon gezeigt habe, wie hier mein Mic befestigt ist. Das ist eigentlich eine Frechheit, also. Also das habe ich gemacht, ne? Weil, hätte das Dörf nie gemacht, dann würde das bestimmt, ja, dann wäre das bestimmt sinniger. Und wie sagt man... wie sagt man denn da? Fachgerechter installiert worden. Na? So sagt man, glaube ich. Das kann man machen. Ja, die Scavs hauen wir hier weg, ne? Stufe ab ist Ehre. Den behalten wir auch erstmal, ne? Denn ich wäre jetzt auch dafür... dass wir mal ein bisschen sparen. Ich habe das Gefühl, mehr Mana haben ist jetzt eine geile Idee. Ist immer eine geile Idee. Aber wir müssen jetzt natürlich auch mal allmählich daran denken. Oh, eine Spruchrolle. Die habe ich ja gerade null gesehen. Ne? Erst als ich sie aufgehoben habe. Jetzt weiß ich nicht, was das war, aber wird schon cool gewesen sein. Ne? Ja, ich würde sagen, wir metzeln uns hier erstmal so ein bisschen Stücke frei. Na, ihr merkt vielleicht, ich bin noch nicht sonderlich zielgerichtet in die Richtung unterwegs, in die wir müssen, ungefähr nach da hinten. Aber ich will einfach mich hier ein bisschen bewegen können. Na, dass wenn wir irgendwie vor was wegrennen, weil wir ein paar Orks getriggert haben, aus Versehen, was wir gar nicht wollten, dass wir irgendwie ein paar freie Orte haben, an die wir rennen können, na? Oder nicht direkt wieder immer 10.000 neue Sachen die Verfolgung aufnehmen. Das bringt uns ja nichts, ne? Na komm, mein Freundchen. Ich weiß noch, als ihr krass wart. Ist noch gar nicht so lange her. So ein paar Punkte in Boltern, ne? Seitdem läuft bei uns. Ist natürlich auch die Stärke, die da mit reinkommt, keine Frage, ne? Und ich würde natürlich auch sagen, schlechter geworden sind wir mit dem Stab natürlich auch nicht, ne? Das wäre vollkommener Quatsch, das zu behaupten. Genau. Ja, das ist gerade so ein bisschen meine Lebensstory. Und dann bin ich echt guter Dinge. Wisst ihr, ich habe heute Morgen schon extrem schonendes Yoga auf Geheiß meiner Mom gemacht. Die hat eine Yogalehrerinnen-Ausbildung. Mir da ein paar Sachen empfohlen, hat gemeint, ich soll das so machen, na, dass es nicht wehtut, aber wenn ich das Gefühl habe, dass es in den richtigen Bereichen, die jetzt betroffen waren, sage ich mal, dehnt, dann ist das natürlich erstmal gut, allerdings alles erstmal mit ein bisschen Vorsicht. Allerdings kann ich euch auch direkt sagen, na, dieser brachiale Schmerz, wenn so ein Nerv eingeklemmt ist, der ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon wieder weg, würde ich behaupten. Ich merke aber immer noch, dass... irgendwo ist das ja auch klar. Nerven triggern durch Reize. Wenn du da mal so eine Reizüberflutung über eine kleine Weile hast, dann kann ich mir jetzt einfach gut vorstellen, dass der noch so ein bisschen Zeit braucht, bis der wieder richtig runterkommt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, genau. Und dann muss ich einfach, ich sag mal, die umliegende Muskulatur schonend stärken. Generell den Brustkorb ein bisschen weiter öffnen, durch Dehnung und dergleichen. Und dann läuft der Karren, Leute. Na, ich werde jetzt ripped. Ich sag euch, wie es ist. Ich werde jetzt komplett ripped.
heute Morgen Yoga, jetzt Episode aufnehmen, danach einen Kaffee reinlöten und Yoga. Na? Dann nehme ich vielleicht noch eine ganze Staffel Ghost of Tsushima auf, ne? Ne, eine Episode Ghost of Tsushima auf. Direkt nochmal Yoga danach, ne? Ach, so mache ich das jetzt. So grinde ich jetzt durch den Alltag. Und immer gut gucken, ne? Nach einer Folge, wie geht es mir damit? Denn auch das muss ich ganz fair sagen, wenn ich hier so sitze, geht's mir eigentlich super. Na, aber das ist halt auch... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich ja nicht, ne? Ich glaube mal, zumindest kommt hierher die Tatsache, ne, der Orthopäde hat ja auch gemeint, dass das wahrscheinlich eine muskuläre Sache ist. Zum Beispiel gesagt, dass mein Rücken gerade im unteren Bereich zwar super strong ausgeprägt ist, ne? Nice, oder? Aber im oberen Bereich, da würde ein bisschen mehr gehen, ne? So im Brustwirbelbereich, da würde ein bisschen mehr gehen. Plus, er meinte, ich muss dringend was in Richtung Bauch machen auch, ne? Und da hat er gemeint, das sieht er in letzter Zeit öfters, und zwar ist es, wenn Leute die Infos, die sie in Bezug auf richtiges Sitzen bekommen, falsch realisieren. Also, ne, vielleicht darf ich euch das ja hier an der Stelle mitteilen. Nehmt es nicht immer für 100% wahre Münze. Ich bin mit sowas immer ein bisschen vorsichtig. Klar ist das eine Person mit Expertise in genau diesem Bereich, aber das ist halt eine von 100 Personen. Wisst ihr, wie ich meine? Und jeder kann, wie wir ja letzte Episode lang und breit besprochen haben, auch mal Irrtümern erliegen, ohne es in diesem Moment zu wissen, ne? Aber ich kann euch jetzt wiedergeben, was die Person gesagt hat. Die hat nämlich gemeint, ey, es ist schon so, dass wenn Leute diese Infos kriegen von wegen aufrechtes Sitzen, gerne den Fehler machen, dass sie in den Rücken reinsitzen. Na, also aufrechtes Sitzen heißt im Idealfall auch, dass Rücken- und Bauchmuskulatur daran beteiligt ist. Und wenn du jetzt aber ewig lange sitzt, na, dann hat er gemeint, kriegt er das in letzter Zeit immer öfters mit, dass Leute so in den Rücken reinsitzen. Die sitzen dann schon aufrecht, na, aber quasi mehr in die Knochen rein oder in die Bandscheiben rein, als wirklich in die Muskulatur rein, ne? Als dass das wirklich durch Muskulatur gestützt wäre. Und ich glaube, genau diesen Fehler habe ich lange auch gemacht. Ich saß schon aufrecht, ne? Aber die Muskulatur, die das stützt, fehlte. Ich saß quasi mehr in die Knochen und, ich sag mal, in meine Faszien, in meine Gewebe mit rein. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass man... So sitze ich aufrecht angespannt und so sitze ich aufrecht aber in meinen Rücken rein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist einfach, die Wirbelsäule ist dann zwar schon gestreckt, aber trotzdem so ein bisschen im Hohlkreuz eingefallen, sag ich mal, und da hockst du dann so drauf. Das ist natürlich auch nicht ideal, vor allem, wenn das super lange der Fall ist. Was ja bei mir aus durchaus der Fall ist, ne? Weshalb auch eine ganz klare Sache, ich sag's ja gerade mal an der Stelle, was Streamen betrifft, bin ich erstmal ziemlich vorsichtig. Na, ich glaube, da würde ich tatsächlich erst wieder reingehen, wenn ich absolut keine Schmerzen mehr verspüre. Kürzer reingehen mit noch mehr Pausen, als ich ja ohnehin schon mache. Ne? Ich glaube, niemand macht beim Stream so viele Pausen wie ich, oder? Ich habe da immer so das Gefühl, ich bin da eine kleine Ausnahme. Aber ey, ist wie es ist, ne? Ja, und mit noch mehr Bewegung dazwischen. Vielleicht müssten die Pausen dann länger werden, damit die Übungen intensiver werden können gewissermaßen. Ne? Oder einfach länger werden, die Übungsphasen. Ja, oder ich stream halt erst dann wieder, wenn der Stehschreibtisch eine Option ist, ne? Das werde ich sehen. Das will ich jetzt gerade gewissermaßen in dem Sinne nicht entscheiden, weil ich mir halt denke, ey, ich chill jetzt erstmal, weil ich habe halt überhaupt keinen Bock darauf. Wisst ihr, wie ich meine? Dass das jetzt so ein Ding wird bei mir, dass ich hier und da mit so einer Scheiße aufwache und mich erstmal 2 Tage quasi gar nicht bewegen kann. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist... Da fühle ich mich irgendwie noch 10 Jahre zu jung dafür. Minimum. Minimum. Also, da sind jetzt die Alarmglocken bei mir auf jeden Fall an. Deswegen, da muss ich erstmal ein bisschen gucken. Aber, gar keine Frage, das kommt wieder. Ich hab da Bock drauf. Na, ich muss euch immer sagen, Stream immer so ein geiler Ausgleich zu YouTube und Stuff. Aber was natürlich, ich sag mal, das generelle Sitzen, die Dauer und die Pausen betrifft, ist das natürlich fatal anders, zwecks der Belastung, als jetzt hier einfach mal so eine Episode aufzunehmen, eine Dreiviertelstunde, und danach direkt wieder sich zu bewegen, ja, oder was zu machen. Irgendwelche anderen Bewegungen reinzubringen, als halt einfach hier zu sitzen. Vorher kein einziger Crit hier, direkt der zweite war das jetzt, oder? Also, der zweite Hit war ein Crit, nicht der zweite Crit direkt, sondern ja, ihr wisst, was ich meine. Stark, ne? Hier Level 12er Snapper werden mit dem Stab auseinandergenommen.
Ein Knütterich. Und da würde ich auch sagen, da ist es definitiv klug, das jetzt mal so zu machen, oder? Also im Stab. Weil für die Orks und die Drachensnapper brauchen wir genug Mana. So ist es ja nicht. Der wird richtig hergelockt, na? So, Freundchen, jetzt pass mal auf. So, oder? Was hat er durchschaut? Kriegt hier eine AD auf den Nacken. Als gäb's nichts. GG, oder? GG, Leute! GG, ganz klare Sache. So muss das laufen. Wir hatten ja damals, kommt jetzt vielleicht reichlich spät, vielleicht sage ich es nächste Episode nochmal ein bisschen früher, aber ne, werden die Episoden ja auch durchgeguckt. Ganz klare Sache. Ich werde auf jeden Fall auf Kofi auch, ich sag mal, ein neues Spendenziel einrichten. Wenn ihr da Lust habt. Nehme ich immer dankend an, so ist es nicht, ne? Letztes Mal bei, ich sag mal, den Kopfhörern und der Tastatur hat das super funktioniert. Soll aber wie immer hier kein Zwang sein oder so, ne? Aber ich denke, wir sind alle erwachsen und wissen, wie man mit Geld umgeht und dergleichen. Das unterstelle ich euch jetzt hier mal ganz dreist, ne? Ganz dreist unterstelle ich euch das mal. Yo, was ist eigentlich hier im Minental passiert? Ich hatte das doch im Einser komplett aufgeräumt. Wie kann jetzt hier schon wieder komplett der Punk abgehen? Was soll sich da bitte fortgepflanzt haben? Wir haben das Ding komplett leer gesuckelt, ne? Der Dan. Der dreckige Dan. 200 Gold. Eine goldene Halskette, goldener Ring, silberner Kerzenständer, silberner Ring. Der hatte ja ganz schön viel heißen Scheiß dabei, ne? Okay, ja, Leute, was soll ich euch sagen? Die Snapper würde ich schon auch noch gerne machen. Wie viele Eispfeile brauche ich nochmal für Snapper? Bei einem Eispfeil haben die danach dann noch so Leben, dass es ein bisschen unchillig ist, gell? Ich hole jetzt wieder einen einzelnen her. Wir speichern auf jeden Fall. Ganz klare Sache. Ich sollte öfter speichern. Hier, Freundchen, guck mal. Der rückt nach. Guck mal. Na, mal wieder was über den ihr Behavior gelernt. Der rückt nach. Was ihm das bringt? I don't know. Na, hoffentlich kommen jetzt nicht auch die anderen. Er wollte jetzt tatsächlich hierher, um an den rumzumachen. Das ist spannend, weil es würde ja irgendwie bedeuten, dass der für die Airs zwei Schlüsse liegen jetzt nahe. Zum einen, er war vorher nicht nah genug dran, um diesen Leichnam zu bemerken. Hat mich bemerkt, hat den Leichnam bemerkt und dann die Leiche priorisiert. Klingt für mich aber irgendwie nach vielen If-Ketten, bei denen die Prios immer wieder durcheinander gewirbelt werden. Das ist eher untypisch für Scripting, würde ich sagen, oder? Weshalb Erklärung 2? Der ist für die erst interessant, wenn er gelootet ist? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht ist der erst interessant, wenn ich mit dem interagiert habe. So von wegen, aha, der Spieler hat etwas getötet. Oder damit interagiert, ne, ist totgeschlagen oder es gelootet. Und dann wird so eine neue Möglichkeit für die Gegner getriggert von wegen, aha, guck mal, da ist jetzt ein Leichnam und so. Da kannst du hingehen und so ein bisschen auf funktionierendes Ökosystem machen. Irgendwie finde ich beide Erklärungen nicht sonderlich befriedigend. Vielleicht wisst ihr ja genau, woran das lag, ne? Vielleicht wisst ihr das ja ganz genau. So. Also, die hauen wir jetzt auf jeden Fall noch weg. Das ist ja absolut klar hier, ne? Komm, hauen wir uns da noch einen rein. So ein Huni, ne? Guten alten Humbo. So, dann würde ich sagen, saven wir nochmal. Hauen die beiden noch weg und gucken mal, was uns der weitere Weg dann beschert, ne? X. Chapu! Hey. Ja, eben, ne? So nämlich, Leute, so nämlich. Hier, guckst dir an. Der rastet gleich aus. Der rastet aus. Man muss immer ein bisschen im Blick haben, ob wann die ausrasten. Da komme ich aber auch noch besser rein. Oh, den letzten, den hat er sich noch geholt, ne? Ansonsten war die AD-Kombo super stark.
perfekt auf den ihr Angriffsmuster angepasst, sage ich mal. Einzukommen gegen die ist ein bisschen hart, ne, wenn man sie direkt locken will. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller als vorhin. Woher kommt der denn jetzt auf einmal? Alter, jetzt sind da schon wieder Orks, ne? Orks im ganzen Minental. Ja, wann check ich's auch endlich, ne? Orks im ganzen... Bruder. Wie viele Orks wollen's sein? Ja. Was? Urcha, Chuck? Ja, ich glaub's auch. Alter, ich hab den direkt im Nacken. War das sein? Ich dreh um, schrei. Ja, okay. Der Urchachak, Alter. Ja, den hauen wir noch weg. Ist ja klar. Kann jetzt ja hier nicht angehen, dass der, so unbehelligt wieder von dannen schweifen darf. Wo er hin? Komplett weg? Aber der hat jetzt schon noch das abgezogene Leben, oder? Weiß gar nicht, ich glaube, so könnte ich mir gerade so vier Eislanzen leisten, oder? Huh? Der ist zum Wildschwein geworden. Er ist jetzt ein Wildschwein. Na, ist ein Warg. Ah, da unten. Ah! Oh, nee. Ja, aber er hat den Damage noch, sehr schön. Ja, Freundchen, ne? Nicht mit mir. Ich hatte Angst, aber die Zeiten sind vorbei. Na, dann guck mal nächste Episode mal, was mit so einem Bargili abgeht, ne? Alter, yo. Was ist denn mit diesem Tal los? Naja, wie dem auch sei. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin wünsche ich euch was. Lasst ganz viel Liebe da, euer P. Ade. Ja. Diesen Song nicht kennt, hört ihn jetzt zum ersten Mal. Dieser P. Big Boris. Dieser P. immer da, immer klar, Superstar. Alles was ich will ist noch eine Folge Gothic, ja. Let's Plays kommen direkt aus dem Paradies. Wenn du willst, dass es knallt, dann abonnier fies. Oder mach einen Kommentar zur Folge im Verlies. Und lass dich drauf ein, bevor er dich erschießt. Digga, mies, Digga, kann nicht mit die Jaft, ist schon richtig Kammer. Das sag ich allen direkt weiter, vor allem meiner Mama. Yeah. Mama, ich hab dich echt lieb. Mama, du bist immer da, wenn ich die Bars bitte. Ullo Mullo Miste, gleich rappelt's in der Kiste. Von wegen Ullo Mullo, der mischt damit die Lager auf. Mitgebracht auch Mitgliedschaft, gibt's unser Sumpfkraut, das umhaut. Aber gib jedem nur einen Stängel.